Leute, können wir mal bitte über diese Berliner Girls auf Instagram reden? Ich kriege jede Stunde Anfragen von denen. Was ist deren Auftrag? Woher kommen die? Ist das ein Virus? Ist das eine Krankheit? Instagram wurde vor kurzem von einer beispiellosen Armee an Bots geflutet. Die Berlin Insta-Girls haben verschiedene Namen, aber sie wollen alle das Gleiche. Überall. Berlin Insta-Girls. Jeder kennt diese Art von Bot-Kommentaren aus dem Internet. Vor ein paar Jahren haben wir uns schon mal ein Netzwerk hinter solchen Flirtbots angeschaut. Damals konnten wir es noch nicht ganz durchdringen und nur erahnen, wie gigantisch diese Industrie ist. Also Stimmt, die haben da schon mal ein Video drüber gemacht, ne? Ich habe da irgendwie so auch irgendwie wie dunkel in Erinnerung. Ja, wir kennen das, oder? Raschke Roman. Auch geil. Nicht mal Mühe gegeben irgendwie. So, liked ein Bild von mir. Ne, ich schau mir das Profil so an. Wer ist das? Roman Raschke und ein OnlyFans-Link. Also nicht mal ein weiblicher Name drin. Lul. Ist dumm. Ich glaube, die Hälfte meiner Likes auf meinem Reel sind von Sexbots. Ja, das, ja. Ich habe aber auch immer das Gefühl, das sind so Schübe manchmal, ne? Weil ich hatte bis zum gewissen Punkt, ne, jetzt eigentlich auch nicht mehr. Ich hatte vor 2 Wochen oder so, bis auf den einen jetzt, hatte ich so eine Flut von 10 oder 20 Accounts, die halt alles durchgeliked haben. Und dann war wieder Ruhe. Keiner meiner Insta-Profile ist öffentlich. Ja, weil dann viele aus dem Fappen gar nicht mal rauskommen würden. Haben wir uns Hilfe geholt. Oh. Das typische Opfer gibt es nicht. Also es geht über alle Altersschichten, über alle Bildungsschichten hinweg und das auch über alle Geschlechter. Von Jugendlichen, die noch zu Hause wohnen, bis zu älteren Menschen im Pflegeheim erleben wir alles. Das sind, wenn du es so nimmst, auch Affiliate-Links. Die werden genau auswerten, welcher Kunde kam über welchen Link und welche Seite und darüber werden die wahrscheinlich dann nochmal zusätzlich bezahlt so. Diese Masche verursacht allein im deutschsprachigen Raum mutmaßlich jedes Jahr Schäden in 2- bis 3-stelliger Millionenhöhe. Wir haben uns in den letzten Monaten ganz tief in diesen Sumpf eingegraben. Dabei sind wir auf ein dubioses Geschäft mit vermeintlichen Dating-Seiten gestoßen. Auf Chatschreiber, die ahnungslosen Menschen die große Liebe vorgaukeln. Auf skrupellose Geldeintreiber, auf Betrugsfälle in Millionen. Der Song, der da schon wieder kommt, ich liebe den in den Videos. Was wollte ich jetzt sagen? So, ja, also irgendwie, ich bin jetzt wieder gespannt, weil die graben sich da ja wieder ein, ne, die folgen mal so dieser Spur, weil ich glaube, wir alle jetzt so tun das halt ab, ja, ne, weg damit und keine Ahnung, blockieren oder was weiß ich, aber es gibt halt leider viel zu viele Menschen, die halt einfach drauf reinfallen und dann entstehen diese Schäden. Millionenhöhe auf ein gigantisches Netzwerk von Unternehmen mitten in Europa. Auf Hintermänner aus Deutschland, die mit diesen Seiten mutmaßlich sehr viel Geld verdienen. Und wir haben trotzdem gerade mal an der Oberfläche gekratzt. Guter Track, ne? Der Exposed-Track. Wir setzen mit dieser Recherche da an, wo wir in unserem 2BG vor ein paar Jahren aufgehört haben. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, Link ist in der Beschreibung. Klickt bitte niemals, wirklich niemals auf solche Botlinks. So. Als erstes haben wir uns die unzähligen Links angeschaut, die man in Spam-Kommentaren und Profilbeschreibungen findet. Wohin führen sie? Okay. Die Links sind alle Redirects, also die Links führen immer auf andere Links, die da drin sind, aber das ist eine Mischung von verschiedenen Webseiten, je nachdem, ob du mobil oder per Desktop drauf zugreifst. Ist aber immer das gleiche Schema. Das ist Torben Platzer. Der Torben. Er hat sich auf seinem Kanal vor einiger Zeit mit Finanzbots beschäftigt. Wir haben ihn für diese Recherche dazugeholt. So gut wie immer werden wir auf andere Seiten weitergeleitet. Mal auf sowas, mal auf sowas und mal auf sowas. Das hier ist, da habe ich es auch tatsächlich mal durchlaufen lassen. Ich habe Lust zu f*** ihr.
wie oft willst du S*** haben, am besten die ganze Zeit. Je nachdem, wo wir wohnen, landen wir auch auf anderen Seiten. Öffnet man einen dieser Links geschützt im Tor-Browser, sieht man nur diesen Text, der anscheinend auf Russisch ist. Der Text ist gibberish. Im Quellcode sieht man dann, wohin die Weiterleitung führt. Und zwar läuft das über dieses Tracking Worlds und da ist halt dahinter sozusagen diese Redirects. Das heißt, auch wenn du refresh, dass immer eine andere Seite kommt. Und Tracking Worlds ist so das Bindeglied, wenn du es jetzt so nimmst, wo die Leute dann auch so verschiedene Seiten eingeben können, auf die man dann kommen soll. Bei diesen Links könnte es sich um Affiliate Boah, das ist ja genial. Links handeln. Auch auf Mainstream-Dating-Seiten oder ganz allgemein im Internet ist es üblich, dass die Betreiber für Traffic bezahlen. Wenn ein Nutzer über einen Affiliate-Link auf die jeweilige Seite stößt und sich anmeldet oder etwas kauft, bekommt der Ersteller oder Inhaber des Links eine Provision. Und wie der jeweilige Nutzer dann zu der Seite gebracht wird, obliegt dann demjenigen, der Werbung macht. Ja, das heißt, da haben die Seitenbetreiber auch mitunter gar keinen Einfluss mehr drauf, wie seriös dann die Werbung betrieben wird oder auch gerade nicht. Das ist Sebastian Günnewig. Er ist Rechtsanwalt und beschäftigt sich schon länger mit solchen Dating-Seiten. Die Spam-Kommentare auf YouTube und die Botlinks sind wahrscheinlich Teil größerer Affiliate-Netzwerke. Deren Aufgabe ist es mutmaßlich, möglichst viele Kunden auf die Dating-Seiten zu bringen. Es ist aber unklar, ob diese mutmaßlichen Netzwerke von den Seitenbetreibern selbst oder anderen Firmen betrieben werden. Wir konnten nicht herausfinden, wer oder was hinter trackingworlds.com steckt. Wenn man nach der Seite sucht, sieht man nur das. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also haben wir uns die Betreiber der Dating-Seiten einmal. Ich glaube, das ist ja mein Job. Blog.com-Seiten kannst du auch nicht so einfach tracken, also wem die gehören. Moment. Trackingworlds.com. Amazon-Registrar. Name-Server Amazon, AWS, ja, okay. Gut, da ist Amazon davor geschalten einfach. Hat damit nichts zu tun. Registrar-Kontakt, Großbritannien. Naja, also Identity Protection Service. Ah, okay. Okay. Moment, kann das ja auch mal zeigen. Das hätten sie jetzt aber schon mal zeigen können, oder? Weil das war jetzt nicht schwer rauszufinden. Also ja gut, im Endeffekt haben sie recht, man findet nicht raus, wer dahinter steckt, weil sie haben hier einfach Name-Server von Amazon davor geschalten, also das Netzwerk von Amazon, das AWS-Gedöns. Und als Kontakt ist es halt einfach eine Dings, was ich auch im Impressum habe, so eine Post-Service, ne, in Großbritannien. Ja, und mehr siehst du halt. Aber mit sowas auch eine Domain zu registrieren, das ist auch gut. Ja, support@aws.com. Ja, haben sie gut verschleiert. Nicht schlecht. Mal genauer angeschaut. Klickt man sich durch diese Seiten, fällt auf, dass viele davon fast identisch aussehen. Es gibt sie in verschiedenen Sprachen und für nahezu jede Vorliebe. Oft betreibt eine Firma mehrere, so zum Beispiel auch dieses Unternehmen aus den Niederlanden. Zum Teil gibt es aber auch Seiten, die quasi identisch sind und trotzdem von verschiedenen Firmen betrieben werden. Extrem viele Fragezeichen. Könnte es sich um ein zusammenhängendes Netzwerk handeln oder einfach um einen gigantischen Markt? Wir haben hier die starke Vermutung, dass es halt tatsächlich entweder wenige Betreiber gibt, die hinter diesen ganzen Seiten stehen und dann natürlich im Sinne von einem Baukastensystem oder Copy-Paste-System immer wieder die Seite duplizieren und nur leicht abändern. Was es auch sein kann, und da sind wir letztlich noch nicht mit unseren eigenen Ermittlungen final zu Ende gekommen, dass es sowas wie ein Franchise- oder White-Label-System gibt. Also haben wir bei unserer Recherche einfach mal hier angefangen. Casual Networks betreibt unzählige Seiten, viele davon auf Deutsch. Erinnert ihr euch noch an Jeff? Ich heiße Jeff. Yep, die gehört mittlerweile auch dazu. Oh Laut Gott. Impressum hat Casual Networks seinen Sitz in diesem Gebäude in Venlo. An der gleichen Adresse sitzen noch ein paar andere Unternehmen.
Eines bezeichnet sich als Full-Service-Provider für die Erstellung, Vermarktung und Abrechnung von Online-Diensten. Viele dieser Seiten wurden vorher von einer anderen Firma aus Wien betrieben. Mittlerweile wurde sie umbenannt. Dieses Unternehmen gehört diesem hier in Deutschland. Verfolgt man die Leiter noch weiter nach oben, landet man irgendwann bei diesen vier Männern. Einer davon ist Michael R., der andere Ralf S. Beide scheinen für uns wichtige Schlüsselfiguren in diesem Netzwerk zu sein. Ralf S. ist alleiniger Gesellschafter dieses Unternehmens. Das wiederum besitzt drei weitere Firmen, die Dating. Sobald du einen Nachweis hast, solltest du das eigentlich anzeigen können, oder nicht? Amazon muss die Daten schon rausrücken. Ja, ist die Frage, ne? Keine Ahnung. Also wenn die das so gut verzweigt haben und vernetzt haben, dass du dann nicht mal rausfindest, ansatzweise irgendwie, wem das gehört. Weiß ich nicht. Bin jetzt kein Rechtsexperte da. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei diesem Amazon Web Services ist, aber das funktioniert ja da, also in dem Fall im Prinzip wie bei Cloudflare. Da kannst du dir einfach einen Account erstellen ohne Namen. Du brauchst halt nur eine E-Mail-Adresse. Und dann kannst du deine Domain dahin umleiten. Ne? Und so ist es ja in dem Fall auch. Also Amazon wird jetzt nicht unbedingt viel Daten darüber haben. Aber das Domain-Registrar halt. Denke ich jetzt mal. Warte mal, wenn ich eine Domain registrieren will. Ja, doch, klar, da muss ich eine Adresse angeben, logisch. Und da haben sie halt diese Postadresse angegeben und haben dadurch wieder quasi eine Verschleierung mehr. Und ich weiß nicht, wie sehr die Daten rausrücken müssen, in welchen Fällen. Keine Ahnung. Hierzu gehört unter anderem auch Casual Networks. Michael R. hat ebenfalls Verbindungen zu Unternehmen, die mit Dating-Plattformen Geld verdienen. Beide aus der Schweiz. Eins davon kennen wir. Können das sicher nachverfolgen, wenn Behörden das wollen. Ja. Ich weiß halt nur nicht, wie viel muss man rausfinden, dass, oder die Behörden, dass die dann die Daten rausrücken müssen? Ich hab keine Ahnung. Kannst du nicht sagen. Ja, schon. Außerdem ist Michael R. laut eigenen Angaben Geschäftsführer und Mitgründer von diesem Unternehmen. Traffic-Partner ist laut eigenen Angaben die Dachmarke für verschiedene Unternehmen und Dienste in der Sex- und Dating-Branche. Das Unternehmen ist seit über 25 Jahren aktiv. Es hat 400 Mitarbeiter in Deutschland, Österreich, Schweiz, den Niederlanden und den USA. Aber womit genau verdient das Unternehmen Geld? Traffic-Partner erstellt und betreibt Dating-Seiten. Es kauft über verschiedene Wege Traffic. Also es bezahlt Leute dafür, Internetnutzer auf ihre Sites zu bringen, zum Beispiel über Werbung. Und es wickelt die Zahlungen auf den Dating-Seiten ab. Traffic Partner hat ein breites Spektrum an Business Units. Mittlerweile findet man die aber nicht mehr auf der Homepage. We do mainstream dating, we do casual dating, we cover all needs in the global dating industry. Das ist Moritz von Arnim, Chief Sales und Marketing Officer von Traffic Partner. In mindestens einem Fall sind wir bei unserer ersten Recherche über einen Botlink auf eine der Seiten gestoßen, die mit Traffic Partner in Verbindung steht. Theoretisch kannst du jeden dieser Accounts anzeigen wegen Betrugs, dass die Polizei kümmert. Nun, ja, das ist halt die Frage, ne? Also, ich glaube, das ist einfach so verzweigt, dass die Ermittlungen halt da sowieso nirgendwo hinführen, wenn du die halt anzeigst. Aber ja, sie sind ja irgendwie dabei, das mal alles aufzudecken, ne? Aber das ist halt wahrscheinlich so riesengroß mit so vielen Stolpersteinen, dass du da. Ja gut, aber sie haben meinen Namen immerhin rausgefunden. Ist ja auch nicht schlecht. Nicht mal CEO oder CFO. Lappen. Cringe. Aber okay, aber also die verstecken sich ja anscheinend nicht mal so sehr, weil wenn er auf LinkedIn sogar schreibt, dass er Traffic-Partner Gedöns ist und es auch ein Interview von ihm gibt. Stehen. Wir wollten von Traffic-Partner wissen, ob das Unternehmen prüft, woher es sein Traffic eigentlich bekommt und ob Teile davon womöglich mit Hilfe von Bots generiert werden. Keine Antwort. Traffic-Partner hat auf unsere Fragen bisher nicht reagiert.
Ob Traffic-Partner Bot-Traffic bezieht, wissen wir also nicht. Wo zumindest ein Teil des Traffics herkommt, kann sich das Unternehmen anscheinend auch nicht so richtig erklären. And how big is the traffic from social medias? I think it's a lot. It's a lot more than we actually know, because we have some really smart publishers who deliver us high quality traffic and of course don't. Ist das ein Deutscher? Hört sich bestimmt so an, ne? Und wer ist der rechte Dödel da? Der hat auch so einen Traffic. Ist das einfach sein Kollege, der ihn interviewt, oder? Traffic Captain, Affiliate Marketing, Dating Products, Moritz from Traffic Partner Interview with the Traffic Captain. Aha. Okay. Hä? Nachher ist es einfach eine Agency Front. Das sind alles Deutsche. Ach so, okay. Hab ich das irgendwie verpasst? Na gut. Don't tell us where it's exactly coming from. These smart guys are making good money with us and to be honest, we're making some money with them as well. Das Geschäft scheint in jedem Fall gut zu laufen. Der Mann, den wir gerade gehört haben, ist ein weiteres wichtiges Gesicht bei Traffic Partner. Hello everybody, here is the captain from trafficpartner.com. Der Captain ist augenscheinlich ein ziemlich guter Geschäftsmann. Klar, er gibt ja auch immer Vollgas. Battle to the metal. Go up with the click-click cash and the captain and trafficpartner.com. Check it out and make the real profit. Woo, music! Der Traffic-Captain, der bürgerlich Andy Wulmer heißt. Woo, music! Was ist mit dem? Jo, am Anfang. Okay, sorry, habe ich schon wieder vergessen. Ist schon wieder eine Viertelstunde her. Können wir doch nicht merken. Ist das Aushängeschild für ein weiteres Unternehmen, das mit Traffic Partner in Verbindung steht und sich vor allem mit OnlyFans Traffic beschäftigt. Aha. Wir wollen Klarheit über dieses Netzwerk haben. In welcher Beziehung stehen Traffic Partner und all diese Unternehmen? Leider hat uns Traffic Partner auch darauf keine Antwort gegeben. Dass es zwischen vielen dieser Unternehmen gewisse Verbindungen gibt, konnten wir mit Hilfe von Auszügen aus dem Handelsregister jedoch nachvollziehen. Fassen wir also nochmal zusammen. Im Internet gibt es unzählige dubiose Dating-Seiten, die zum Teil sehr ähnlich aussehen und von unterschiedlichen Unternehmen betrieben werden. Zum Teil sitzen viele dieser Unternehmen an derselben Adresse. Manchmal gibt es zwischen den Unternehmen auch personelle Verbindungen. Mindestens eines dieser Unternehmen kauft für seine Seiten auch Traffic ein. Gleichzeitig kursieren im Internet zahllose Bots, die Links zu Dating-Seiten verbreiten und mutmaßlich Teil eines Affiliate-Netzwerks sind. Abschließend können wir nicht bewerten, um was für ein Netzwerk es sich hierbei genau handelt und inwiefern Traffic-Partner oder andere Unternehmen mit diesen Botlinks in Verbindung stehen. Wir hatten noch viele weitere Fragen an Traffic-Partner, doch leider hat uns das Unternehmen. Bietet was? Welche Dating-Seiten werden von Traffic-Partner selbst betrieben? Bietet Traffic-Partner White-Label-Dating-Seiten an? Finden sich auf allen von ihnen betriebenen Seiten gesetzlich vorgeschriebene Kündigungsbuttons? Ja, wahrscheinlich. Werden Verbraucher über Widerrufsrecht informiert? Arbeiten sie mit den Kasseunternehmen zusammen? Wie häufig müssen Mitgliedsbeiträge für die Webseiten gerichtlich eingeklagt werden? Wie viele Mitarbeiter? Also was sind das für doofe Fragen? Da würde ich auch nicht antworten. Unternehmen bisher aber auf keine davon geantwortet. Dieses riesige Netzwerk ist vermutlich nur eines von vielen. Traffic Partner sagt, dass es alle seine Seiten exklusiv besitzt und auch betreibt. Es gibt aber auch andere Anbieter. Die bieten zum Teil sogenannte White Labels an. Seiten, die sich beliebig oft kopieren und anpassen lassen. Es gibt nicht einen großen, es sind wirklich zahlreiche Unternehmen, die auch verschachtelt sind. Also es ist wirklich sehr viel Geld mit dem Spiel und dementsprechend auch steigt die Professionalität und welche dieser Akteure da vorgehen. Das sind Reto Puma und Christian Jenny von der Reklamationszentrale Schweiz. Als unabhängige Beschwerdestelle für Verbraucher beschäftigen auch sie sich intensiv mit diesen Seiten. Die Online-Dating-Branche ist seit Jahren ein wachsender Markt. Je mehr Nutzer es gibt, desto mehr. Reto Puma ist auch ein geiler Name irgendwie. Wie Formel-1-Sponsoren. Warum? Mehr Geld lässt sich auch verdienen. Aber wie verdienen diese unzähligen Dating-Seiten eigentlich überhaupt Geld? Oder in der Lingo der Industrie,
wie wird der Traffic monetarisiert? Auf uns wirkt es so, als hätten einige der Betreiber über die Jahre eine ziemlich perfide Masche entwickelt. Nicht nur auf Datingseiten kann man schnell zu viel Geld lassen. Auch in Online-Shops verliert man seine Ausgaben oft schnell aus dem Blick. Gerade wenn man bequem in Raten zahlen kann. Bei solchen Käufen schließt man Kreditverträge mit oft hohen Zinsen ab. Auch wenn einem das bei... Wie hieß es? Scheiße, ich hab's vergessen. Beim Checkout vielleicht nicht immer so bewusst ist. Wir persönlich sehen solche Ratenkäufe kritisch und man sollte sie nicht leichtfertig tätigen. Wenn es in deinem Fall aber zu spät ist, kann Anyfin dir vielleicht helfen. Jawohl. Anyfin prüft, ob dein Zinssatz gesenkt werden kann und ob deine Konditionen fair sind. Über simply.deals/anyfin84 oder über die App kannst du in wenigen Minuten eine kostenlose, unverbindliche Anfrage stellen. Dafür musst du nur ein Foto deiner letzten Abrechnung hochladen, deine Daten eintragen und hier den Code SIMPLY einfügen. Wenn Anyfin dir ein besseres Angebot schicken kann, kannst du selbst entscheiden, ob du es annehmen oder ablehnen willst. Wenn du es annimmst, wird dein bestehender Kredit abbezahlt und du zahlst fortan zu niedrigeren Zinsen an Anyfin weiter. Wenn du Anyfin ausprobieren möchtest, scan diesen QR-Code oder check den Link in der Beschreibung. Ich habe von Anyfin auch irgendwie einerseits Gutes gehört, andererseits voll Schlechtes. Also ich brauche es jetzt auch nicht, aber ja, ich habe keine Ahnung, ob das eigentlich was Gutes oder was Schlechtes ist. Beschreibung. Mit dem Code SIMPLY bekommt ihr 20 Euro Abzug von der ersten Rate. Ah, zum Beispiel durfte Marlboro ja irgendwann keine Werbung mehr auf den Autos machen. Waren bei Ferrari drauf. Also haben die eine andere Firma gehabt, die aber Marlboro gehörte. Ah, okay, ja, das ist natürlich Glück, ne? So kann man das natürlich machen. Hinweis: Im folgenden Kapitel geht es allgemein um Dating-Seiten dieser Art, nicht spezifisch um die Seiten im Netzwerk rund um Traffic-Partner. Du sitzt alleine an deinem Laptop, als du plötzlich eine Benachrichtigung bekommst. Du öffnest YouTube und willst direkt was kommentieren, aber bist natürlich nicht der Erste. Eins der Profile springt dir sofort ins Auge. Du bist neugierig und landest bei einem ziemlich merkwürdigen Link. Er führt dich zu einer Seite, scheinbar eine Dating-Seite. Treffen Sie einen Mann? Ja, okay. Ja, aber... Hä? Ziemlich merkwürdigen Link. Er führt dich zu einer Seite, scheinbar eine Dating-Seite. Das Versprechen der Website ist klar und... LonelyGirls.xkz Nadine, Nus, kennst du die schon, die Nadine? Scheinbar eine Dating-Seite. Das Versprechen der Website ist klar. XKZ. Und, naja, vielleicht fühlst du dich gerade wirklich random. Ein bisschen einsam. Du überlegst, wenn es kostenlos ist, kannst du es zumindest einmal ausprobieren. Lonely Dude. Du wirst sofort angeschrieben. In den ersten 10 Minuten fast 10 Mal. Nur antworten kannst du nicht. Dafür musst du erst Mitglied werden. Zum Glück gibt es gerade ein Angebot. Du schlägst zu und schreibst mit ein paar Menschen. Sie sind zwar alle nett, nur treffen... Aber da haben sie ja schon Geld verdient. So. Ne? Fragt ihr denn so blöd? Will sich irgendwie niemand mit dir. Es vergehen ein paar Wochen. Auf einmal merkst du, dass dir Geld vom Konto abgebucht wurde. Deutlich mehr, als du für die Testphase bezahlt hast. Du willst kündigen, aber es geht nicht. Also löschst du deinen Account. Einen Monat später wird dir wieder Geld abgebucht. Deinen Account gibt es nicht mehr. Das Abo schon. Diesmal versuchst du es anders. Du findest im Impressum eine Adresse in den Niederlanden. Wisst ihr, wer da dahinter steckt? Das Jamba-Spar-Abo. Da kommst du nämlich auch nicht mehr raus. Die machen heutzutage einfach das. So, denk mal drüber nach. Du schickst einen Brief, aber auch das bringt nichts. Also meldest du dich bei deiner Bank und lässt das Geld zurückbuchen. Du bekommst dein Geld. Und kurze Zeit später einen Brief. Inkasso. Das alles ist dir wahnsinnig peinlich. Niemand weiß davon. Geld für einen Anwalt hast du nicht. Also bezahlst du die Rechnung. Was stand da? Weiß davon. Geld für ein... Simply Drogerie, Simply Buchhandel, Simply Discounter, Simply Pay. Aha. Einen Anwalt hast du nicht. Aber also Lonely Girls. Bezahlst du die Rechnung.
Anwälte, Verbraucherschützer und Opfer haben uns erzählt, dass diese Seiten oft so oder so ähnlich arbeiten. Das Anmelden geht oft sehr schnell. Die Funktionen sind dann aber eingeschränkt. So sehr, dass man die Seite nicht wirklich nutzen kann. Also braucht man eine Mitgliedschaft. Das heißt, Sie melden sich auf einer Seite an, meistens für eine kostenfreie oder sehr stark vergünstigte Testphase. Und das Ganze verlängert sich dann in ein kostenpflichtiges Abo mit monatlichen Gebühren. Die schwanken auf rund 20 bis zu 80 Euro monatlich. Und das verbindet eigentlich alle Seiten, ist eine unheimliche Intransparenz bezüglich der Kosten. Also einfach nicht bezahlen. So. Aber Nus, jetzt sind wir natürlich schlau, ne? Und wissen, dass da eigentlich nichts passiert. Aber es haben ja auch so viele schon bezahlt für irgendwie, ja, sie haben Film XY runtergeladen, wir hätten gern hier 800 Euro von ihnen. Und dann gehen wir nicht vor Gericht. Haben auch viele bezahlt. Und wenn sie es nicht gemacht hätten, wäre auch nichts passiert. Aber das weiß man natürlich nicht. Oft ist es so, dass man von einem Jahresbeitrag ausgeht. Und tatsächlich handelt es sich aber um eine monatliche Gebühr. Ein anonymer Geschädigter hat uns gegenüber bestätigt, dass bei seiner Registrierung nichts von einem Abo stand. Das zweite Modell, was uns oft unterkommt, ist tatsächlich eine Plattform, bei denen man sich kostenfrei anmelden kann und auch punktuell kostenfrei nutzen kann. Und meistens ist es an der Stelle begrenzt, was das Nachrichtenschreiben, also die Kontaktaufnahme angeht. Um auf diesen Seiten schreiben zu können, muss man sich sogenannte Flirt-Coins holen. Und die sind nicht billig. Pro Nachricht zahlt man oft bis zu 80 Cent. Gerade bei diesen Seiten haben wir feststellen können, dass gar nicht so selten auch sogenannte professionelle Schreiber eingesetzt werden. Also kann man sich vorstellen, wie Fake-Profile betrieben werden mit Fantasiepersonen, die aber in dieser... Ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, die du da anschreibst, also wenn du das dann bezahlst und so, sind das Menschen überhaupt? Aber ja, sind halt irgendwelche Leute, die dann schreiben mit dir, ne? Ehrlich gesagt, kann man mit solchen Inkassofirmen aber auch gut reden. Die müssten das nachprüfen, wenn du das anzweifelst. Und dann kommt nichts mehr. Ach so? Okay. Ja, außer die stecken halt auch noch komplett mit drin, oder? Also wenn das Inkassofirmen sind von denen selber, dann wird wahrscheinlich schon noch was kommen. In dieser Form gar nicht existieren. Über sogenannte Chatschreiber hat Steuerung F vor vielen Jahren eine sehr empfehlenswerte Doku gemacht. Nach unserem 2BG hat sich auch bei uns ein Chatschreiber anonym gemeldet. Er hat uns Screenshots und internes Schulungsmaterial eines anderen deutschsprachigen Anbieters zugespielt. Die Unterlagen sind zwar schon etwas älter, zeigen aber deutlich, wie in dieser Branche gearbeitet wird. Als Chatschreiber erbringt man eine Dienstleistung. Das Erlebnis soll so aufregend und unterhaltsam wie möglich sein. Man könne davon ausgehen, dass sich Kunden darüber im Klaren sind, dass sie mit Fake-Profilen schreiben. Wenn Nutzer also fragen, ob man sich in echt treffen kann, gehört das zur Fantasie, die man auf der Plattform anbietet. Nur Lügen geht nicht. Ausweichen und vom Thema ablenken ist offenbar okay. Und das Konzept dahinter ist denkbar einfach. Man bindet so die Leute, man hält sie an der Stange, damit sie eben nicht kündigen oder damit sie das Gefühl haben, sie könnten früher oder später in der realen Welt jemanden treffen. Aber was, wenn doch jemand misstrauisch wird und nachfragt? Und dann kommt es auch an, welche Antwort kommt dann von dem Fake-Profilbetreiber? Sagt er, ja klar bin ich ein echter Kontakt, dann ist das eine Täuschungshandlung. Er kann aber auch versuchen, geschickt... Ich bin ein echter Kontakt. Ja, ich bin ein Mensch, der schreibt mit dir, ne? So. Klug umgangen. Ich glaube, du kannst nicht einfach eine Inkassofirma gründen, da wird viel staatlich geprüft. Ist das so? Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte nur, keine Ahnung. Ich dachte, dass ich das mal mitbekommen habe, dass halt, ja, oder dass das Inkassofirmen halt dann quasi auch ein bisschen abtrünnig werden und quasi so sehr auf der Seite von den Fake-Firmen sind. So gesehen, weißt du, was ich meine?
ungeschickt auszuweichen, indem er beispielsweise sagt, ja, ich bin eine Person aus Fleisch und Blut, dann wird es schon schwieriger, da die konkrete Täuschungshandlung zu belegen, weil kann in dem sein, Moment hat er natürlich nicht gelogen, aber ich weiß, er hat es nicht so wiederum formuliert, dass er suggeriert, er ist auf diese Person auf dem Bild. In vielen AGBs findet man relativ versteckt einen Absatz, dass Fake-Profile oder Animateure eingesetzt werden. Woran man die erkennen kann, wird meist nicht gesagt. Den wenigsten Menschen dürfte klar sein, dass sie hier nicht mit echten Dating-Partnern schreiben, sondern mit Schauspielern. Es ist halt überhaupt fraglich, ob die nicht, wenn die das so im ganz, ganz großen Stil machen, mittlerweile eine KI angelernt haben, die dann auch diese Live-Chats sogar machen. Ja. Nicht nur Torben vermutet, dass heute immer mehr KI eingesetzt wird. Vor kurzem oder vielleicht bis zu einem Jahr oder so, waren das wohl Studentinnen und Studenten, die da einfach in dem Sinne andere Benutzer imitiert haben. Heute kann man davon ausgehen, dass es sogenannte Chatbots sind. Solche Chatbots werden mittlerweile häufig auch in einschlägigen Foren zum Kauf angeboten. Und tatsächlich sind wir auf eine Seite gestoßen, die den anderen sehr, sehr ähnlich ist und KI in ihren Chats einsetzt. Ob der jetzt so, keine Ahnung, irgendwelche Typen sitzen in so einem Center und... Ich hab's mir vorhin aber echt gedacht, so, ja, ihr könnt auch einfach KI nehmen. Also, da spart man sich ein bisschen Arbeitsplätze und muss halt nur hier, ja, ich weiß nur, wie es bei ChatGPT ist, da habe ich es halt mal nachgeguckt, aber ich weiß die Preise jetzt auch nicht mehr. Aber dass du quasi einfach für die Schnittstelle bezahlst, weil da gibt es ja dann auch irgendwie so Tokens und so, ne, je nachdem. Ich habe mal geschaut, weil ich Bock hätte, das halt so in den Twitch-Chat einzubinden, ne, ChatGPT. Und das ist gar nicht mal so teuer. Also es geht. Aber klar, also wenn du es so als via Dating-Plattform und so machst, dann wird es schon teurer. Aber wahrscheinlich immer noch billiger, als echte Menschen dann dahin zu setzen. KI ist auch ein besserer Enkel als ich. So. Darin sehr, sehr ähnlich ist und KI in ihren Chats einsetzt. Ob der jetzt so, keine Ahnung, irgendwelche Typen sitzen in so einem Center und mit denen schreiben oder ob das dann mittlerweile schon ein Bot ist, so. Das Resultat ist das gleiche, ne? Die ziehen den Leuten halt natürlich die Coins da aus der Tasche. Ist man einmal in die Abo-Falle gelaufen, wollen viele natürlich den Vertrag kündigen. Das ist aber oft umständlich. Einige Kündigungsbedingungen sind laut Christian Jenny zum Teil sogar gesetzeswidrig. Also das heißt, man kann nicht sofort aus dem Vertrag aussteigen, die Verträge verlängern sich automatisch und das ist gewollt. Also man macht eine Kündigungsfrist, die ist völlig fiktiv gewählt. Und wenn man da die Fristen verpasst, dann ist man ein weiteres Jahr gebunden. In einigen Fällen berichten Opfer, dass sie bei der Anmeldung überhaupt nichts von Preisen gewusst hätten. Wir haben eine Zeit lang das sogar sehr, sehr extensiv hier eingereicht bekommen, dass Mandanten gesagt haben, meine Anmeldeseite sah ähnlich, aber nicht genauso aus. Da fehlte der ganze Bereich zu Kosten- und Vertragsbedingungen, sondern da standen nur Kosten für Testen. Sebastian Günnewig vermutet, dass einige Betreiber womöglich täuschende Landingpages einsetzen. Und wenn dann natürlich eine Vielzahl von Betroffenen unabhängig voneinander bekunden, bei meiner Anmeldung stand nichts von Preisen, ist das natürlich für uns das erste Anzeichen, hier ist irgendwas im Argen. Handfeste Beweise konnte er dafür bisher nicht finden. Auffällig ist aber, dass ein und dieselbe Seite zum Teil wirklich viele verschiedene Landingpages hat. Das letzte Glied in dieser Kette sind Inkassofirmen und Anwälte. Mit Mahnungen und Klagedrohungen versuchen sie, Druck aufzubauen. Zum einen ist natürlich der Charme da. Man hat sich mal bei so einem Datingportal angemeldet. Man will da auch keine große Sache daraus machen. Zum anderen, wenn man nicht zahlt, kommt sofort ein Inkassobüro mit nochmal wirklich exorbitanten Gebühren, die auch nicht wirklich rechtlich passen. Und da kommt dann auch wieder die Angst. Also Charme und Angst kombiniert zusammen ist ein richtig gutes Geschäftsmodell für diese Dating-Plattform. Wie legal ist das? Und wie groß ist der Schaden für die Opfer? 2022 stieg die Zahl der Fälle an Wirtschaftskriminalität in Deutschland schlagartig an. Ein Grund für diesen Anstieg war ein einziges Unternehmen. Es hat eine vermeintlich klassische Online-Dating-Plattform betrieben, aber in Wirklichkeit ausschließlich professionelle Chatschreiber in Kombination mit Flirtcoins eingesetzt.
Die Steuerung F-Doku handelte damals auch von diesem Unternehmen. Fast 34.000 Menschen wurden getäuscht. Gesamtschaden rund 18 Millionen Euro. Mehrere Millionen Euro mit nur einer einzigen Seite. Die Zivilkammer des Landgerichts Flensburg urteilt, dass die Werbung irreführend ist. Strafrechtlich verurteilt ist der Betreiber bisher nicht. Das Landgericht in Flensburg sagt, dass das Hauptverfahren bislang noch nicht eröffnet wurde. Dieses Beispiel demonstriert das Ausmaß dieser Masche. Das Geschäft mit angeblichen Datingseiten ist teils richtig lukrativ. Doch nicht immer ist der Fall so klar wie hier. Es ist nicht schwarz und weiß, nicht illegal, legal. Es ist eine riesen Grauzone und der Gesetzgeber hat da wirklich ein bisschen die Zeit verschlafen. Solange die Gesetzgebung nicht klar und deutlich diese Akteure in die Schranken weist, bleibt das eine Grauzone und da kann sich jeder austoben, wie er möchte. Ob so ein System legal ist, hängt an vielen Faktoren. Wird über die Kosten klar kommuniziert? Wird man über den Einsatz von Fake-Profilen ausreichend informiert? Da habe ich mich jetzt gerade gefragt, wenn, also da kam ja vorhin, ne, die eine Seite macht das so, die, da steht drunter Testphase und danach halt 80 Euro im Monat, und bei der anderen steht das nicht. So. Wenn die jetzt aber die Anmeldeseite haben und unten ist so ein kleiner Link, so, keine Ahnung, Kosten oder man verschleiert den Namen noch ein bisschen und da steht es dann drin, sind sie dann safe? Weiß ich nicht. Das, ich glaube, das ist dann wieder so Grauzone, ne? Weil eigentlich, also sie kommunizieren die Kosten, aber halt nicht klar ersichtlich. So. Und das ist quasi irreführend. Aber da braucht es dann halt wieder ein Gerichtsurteil und so weiter. Ja, alles schwierig. Informiert. Und wie safe verhalten sich die Chatschreiber? Auch Bots sind eine Grauzone. Sie verstoßen in der Regel zwar gegen die AGBs von YouTube oder Insta. Grundsätzlich sind sie aber legal, auch in Affiliate-Netzwerken. Es ist alles ein Graubereich. Solange man nicht für Gewalt, Waffen oder Drogen irgendwie ein Affiliate-Netzwerk aufbaut, ist es absolut legal und auch legitim. Also da sehe ich absolut keine rechtliche Grundlage, dies irgendwie unterbinden zu können. Weder in der Schweiz noch europäisch. Wir können abschließend nicht bewerten, ob das Geschäft mit diesen Seiten illegal ist. Sebastian Günnewig sagt, es kommt auf den Einzelfall an. Fakt ist, dass vielen Menschen hier deutlich mehr Geld abgenommen wird, als sie dachten. Beim klassischen Abo-Modell beträgt das die monatliche Abo-Gebühr mal maximal 24 Monate Laufzeit. Wenn wir über Flirtcoins reden, ist es tatsächlich sehr, sehr individuell. Das heißt, wir haben Mandanten, die nur in Anführungszeichen ein paar hundert Euro ausgegeben haben. Wir haben tatsächlich auch Mandanten gehabt, die im fast sechsstelligen Bereich Kosten gehabt haben, beziehungsweise Ausgaben für Flirtcoins, also 50, 60, 80.000 Euro. Da haben Alter. Wir auch einige sehr traurige Beispiele erlebt, wo sich dann die Beträge aufsummiert haben, weil es die Leute einfach verdrängt haben. Sie wollten das irgendwie einfach von sich wegweisen, was natürlich schlecht funktioniert. Dann kumuliert sich das auf, ergibt Beträge von mehreren tausend Euros, die diese Firmen geltend machen. Und das kann dann schon in extremen Fällen die Existenz bedrohen. Die höchste Schadenssumme lag in dem Bereich 80.000 Euro tatsächlich, wohlgemerkt für Flirtcoins, auf unterschiedlichen Seiten, also nicht nur auf einer einzigen, aber von einem einzigen Betroffenen in einem Zeitraum von 4-5 Jahren. Wir haben versucht, mit Opfern zu reden. Am Ende wollte leider nur eine Person mit uns sprechen. Also haben wir unsere Experten gefragt. Wer sind eigentlich die Opfer? Das typische Opfer. Wie kommt der jetzt auf Dobby? Wo war der jetzt? Habe ich das jetzt verpennt? Habe ich jetzt... Hä? Ach so, ah. Der Emote. Ach so, okay, das habe ich nicht gesehen. Opfer gibt es nicht. Es gibt gewisse Leute, da dürfen wir uns vielleicht dazu zählen, die haben ein geschultes Auge und sehen vielleicht, das sieht nicht so seriös aus. Aber wenn man halt das Auge und sehen vielleicht... The place for real dating success. Now. Sign up for free. Vielleicht, das sieht... Bekannt aus dem TV. Hä, was ist denn das für eine... Kennt die Seite jemand?
haben sie ja schön rausgeschnitten. Was soll das für eine Seite sein? Ich bin Mann, ich suche Frau. Sieht nicht so seriös aus. Das sieht aus wie Facebook. Gleiche Farben. Finde kontaktfreudige Leute aus ganz Deutschland und deiner Umgebung im Sexkontaktmarkt. Ich fände das voll seriös. Würde. Aus. Aber wenn man halt einsam ist oder wenn man auf Partnersuche ist oder wenn man ein spezielles Interesse hat, dann kann das jedem passieren. Also wir haben von Jugendlichen, die noch zu Hause wohnen, bis zu älteren Menschen im Pflegeheim erleben wir alles. Also es geht über alle Altersschichten, über alle Bildungsschichten hinweg und das auch über alle Geschlechter. In Deutschland. Der hat voll den Five-Head. Ist das österreichisch? Er hier oder die anderen zwei? Also die anderen zwei sind Schweizer. Bildungsschichten hinweg und das auch über alle Geschlechter. Und das ist ein Deutschland. In Deutschland fühlen sich viele Menschen einsam. Laut einer aktuellen Studie jeder Dritte. Bei jüngeren Menschen ist es fast jeder Zweite. Dieses Gefühl hat vor allem durch die Pandemie zugenommen. Vielleicht ist es kein Wunder, dass in der gleichen Zeit solche Seiten immer beliebter geworden sind. Den Preis zahlen die Opfer. Ein falscher Klick reicht und schon sitzt man in der Falle. Und wenn man einmal drin ist, wird Druck aufgebaut. Auf der Suche nach der großen Liebe finden viele am Ende nur eine teure Rechnung im Briefkasten. Ich glaube, niemand braucht sich zu schämen. Mit Subs hier übrigens genauso. Seid ihr auch in der Abo-Falle? Und es wird ordentlich Druck aufgebaut. Natürlich nicht live, sondern das mache ich ein bisschen hintenrum. Aber ja. Dass er da reingefallen ist. Ich finde, die Betreiber sollten sich schämen, dass sie diese Situationen ausnutzen und sich nicht an geltendes Recht halten. Cheers. So einer bin ich. Hintenrum. Ach, da ist das andere Video, oder? Das ist von... Jojo Gang, was geht? Jojo Gang. Vor 2 Jahren. Boah, keine Ahnung, ob ich das gesehen habe damals. Weiß ich nicht mehr. Shame on you. Sorry. Tut mir leid. Dachte, da bist du ein Ehrenmark. Ja, nur im Internet.